Eigentlich hatte man sich an der Säbener Straße vom Image des FC Hollywood verabschiedet. Doch nach der 10. Meisterschaft in Folge sorgte die Mannschaft des FC Bayern mit einem Ibiza-Trip für Schlagzeilen. Nur eine Woche später dann der nächste Balearen-Trip, der für Aufsehen sorgte. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde auf Mallorca in einem Club gesichtet. Ebenfalls auf der Mittelmeerinsel die Berater von Serge Gnabry, Konrad Leimer und Leroy Sané. Was es mit Brazzos Malle-Trip auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Was war eigentlich passiert? Wie die Bild berichtete, war Bayerns Sportvorstand Salihamidzic auf Mallorca, um sich mit Björn Bezema von der Spielerberatungsagentur Roof zu treffen. Auf den ersten Blick nicht weiter verwunderlich, steht doch Bayerns Flügelspieler Serge Gnabry bei Roof unter Vertrag. Gnabry und der FCB befinden sich seit längerem in Vertragsverhandlungen, noch zögert der deutsche Nationalspieler aber, das neue Angebot zu unterschreiben. Angeblich wird ihm mittlerweile ein Gehalt von 17 bis 19 Millionen Euro geboten. Gar nicht mal so übel im Vergleich zu den kolportierten 8 Millionen, die er momentan verdienen soll. Eine Verlängerung ist für den FC Bayern mittlerweile fast alternativlos. Gnabry ist seit Wochen in Topform, kommt in dieser Saison in 44 Pflichtspielen auf 27 Scorerpunkte. Ein ebenbürtiger Ersatz in Form von Leipzigs Nkunku oder Ajax Antony würde die Bayern im Gesamtpaket definitiv mehr kosten. Auch Teamkollege Leon Goretzka weiß um die Rolle Gnabrys. Zitat: Er ist ein ganz wichtiger Baustein bei uns in der Mannschaft, viel mehr als ein Mannschaftskollege. Einen Abschied Gnabrys kann sich in München daher eigentlich keiner vorstellen. Wenn der FC Bayern also die ach so leeren Geldkoffer wieder füllen möchte, wäre der Verkauf eines anderen Flügelspielers vielleicht sinnvoller. Die Rede ist von Leroy Sané. Dieser scheint aus seinem Formloch gar nicht mehr aufzutauchen. Und auch mit Sanés Berater Fali Ramadani hat sich Brazzo auf Mallorca getroffen. Da der Trip laut eigener Aussage ausschließlich berufliche Gründe hatte, könnte es auch um die Zukunft von Leroy Sané gegangen sein. Verkauft Bayern den DFB-Star, könnte das nicht nur die Verlängerung Gnabrys finanzieren, sondern auch den ein oder anderen Neuzugang. Und das bringt uns zurück zur Beraterfirma Roof und Björn Bezema. Ein weiterer prominenter Kicker, der auf die Dienste von Roof vertraut, wird nämlich seit Wochen beim FC Bayern gehandelt. Konrad Leimer. Trainer Julian Nagelsmann soll großes Interesse an der Verpflichtung seines ehemaligen Leipziger Schützlings haben. Laut Fabrizio Romano ist der FC Bayern bereit, RB Leipzig ein erstes Angebot zwischen 18 und 20 Millionen Euro zu unterbreiten. Doch die Konkurrenz um den Österreicher ist groß. Neben Borussia Dortmund beschäftigen sich auch die Premier League-Clubs FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Manchester United mit dem 24-Jährigen. Aber brauchen die Bayern Leimer überhaupt? Corentin Tolisso wird den FCB verlassen. Sabitzer und Rocker haben nicht das Format, um sich in München durchzusetzen. Dafür gibt es ja noch Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Jamal Musiala. Nicht zu vergessen, den ewigen Thomas Müller. Sollte Leimer aber, wie berichtet, wirklich Nagelsmanns Wunschspieler sein, werden Brazzo und Oliver Kahn sich strecken müssen. Also finanziell, nicht im Club. Anders als der Ibiza-Trip der Mannschaft könnte Brazzos Malle-Abstecher also tatsächlich ein wichtiger Meilenstein für den FCB der Zukunft sein. Was haltet ihr von der Geschichte? Sollte der FC Bayern lieber Sané statt Gnabry abgeben oder keinen von beiden? Und braucht es einen Conny Leimer fürs Mittelfeld? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.